Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen lehrreichen Folge Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben als letztes hier am Unterricht teilgenommen und herausgefunden, dass Zelda eine Mietnomade ist. Und jetzt würde ich den Spielposten suchen, dieses Ding in der Nacht mit ihr machen, wo wir die Frau verfolgen und hoch zum Institut gehen. Allerdings, der Spielposten ist eine gute Frage. Wo ist der Spielposten? Könnt mal kurz zum Dorfeingang. Oder wir warten hier vorne gleich erstmal am Feuer, bis Nacht ist. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Das machen wir. Dann nachts können wir die Frau mal verfolgen. Das bietet sich gerade an. So, mal sehen, die wird ja hier vorne an dem Haus losgehen. Nee, Moment mal, hier ist der Eingang von dem Städtlein. Wo ist denn das Haus? Hier oben. Kann man nicht einfach klauen? Ist die Frage, wann geht die los? Mal guckt die da. Ach so, das ist er. Feuer der Liebe, ich wünschte, sie blieb die Liebe. Was ist los? Kannst du es mir ruhig sagen, mein sagenhafte, unauffällige Bekleidung, begleiteter Freund. Du siehst aus, als wärst du auf Reisen. Hier im Dorf ist es friedlich, aber die Welt da draußen ist voller Gefahren. Deshalb postiere ich mich hier und behalte Fräulein Effi im Auge, damit kein Fremder sie anquatscht. Effi? Fräulein, es heißt Fräulein! Fräulein Effi ist, wenn man so will, die Empfangsdame vom Krämerladen Mistral. Mir ist ja total recht, wenn du Fräulein Effi triffst und so. Nur, na, übertreib's nicht mit der bin nicht von hier und brauche Hilfe und Schulztour, ja? Wobei eh niemand unschuldiger und hübscher aussieht als ich. Also, ich hätte da mal eine Frage. Was meinst du, was man Fräulein Effi vom Krämerladen Mistral schenken könnte? Was würde ihr gefallen? Wieder dasselbe Lied? Ich frage nicht für mich. Der Freund eines Freundes hat mich um Rat gebeten und ich tue mich sehr schwer damit. Ich kann sie ja schlecht direkt fragen. Also hilf mir doch mal auf die Sprünge, wenn dir was einfällt. Mal später gucke ich nochmal hier rein, ob die hier noch da ist. Die ist noch hier. Wann geht denn die los? Aber schließt das Ding jetzt hier 21 Uhr? Oh, sie geht los. Sie geht los. Verstecken uns. Schön leise sein. Ich muss aufpassen. Oh. Wo geht's hin? In hintere Gassen. Wo ist hier hin? Da. Vorsicht! Baufällig! Betreten verboten! Sagudo? Niemand hier. Vorsicht, Baufälle betreten verboten. Niemand hier. Kommt sie gleich wieder raus?
Oder ich komme von da oben rein. Sehe ich's? Also gut, sieht so aus, als hätte mich niemand gesehen. Es war Zeit für eine weitere geheime nächtliche Schlepperei. Die haut sie wanst voll. Und da ist das heutige Gourmet-Gemüse. Dieser Glanz, diese Form, dieser Duft. Ohne weiteres Tamtam kosten wir einfach von dieser Köstlichkeit. Nom, 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 nom. Ah, köstlich, keinerlei Bitterstoffe. Der Beweis, dass ausschließlich reines Wasser verwendet wurde. Dass auch die Schale mundet, ist dem Können des Gemüsezüchters und der Qualität des Bodens zu verdanken. Ganz ehrlich, das beste Gemüse stammt eben aus Hataleo. Es ist nahrhaft, aber niemals füllend. Und sagt mir nach, ich sei glamourös und extravagant, aber in Wahrheit liebe ich das Simple und Schnörkellose. Das lässt sich nicht leugnen, fürchte ich. Aber da ich jetzt satt bin für heute, gehe ich wohl besser wieder nach Hause. Wenn ich mich nicht beeile, wird zuvor noch misstrauisch. Okay, dann haben wir jetzt herausgefunden, dass die werte Dame sich hier gerne den Ranzen vollhaut. Mit Gemüse. Und jetzt? Jetzt ist Tag. Jetzt können wir. Oh, es ist direkt Tag geworden. Dann können wir sie ansprechen. Die Bitte, meine Schwester zu verfolgen, kommt Ihnen sicher ungelegen, aber ich mache mir furchtbare Sorgen. Was? Das Vorratslager gegenüber? Was im Ernst? Ich hatte irgendwie etwas Spektakuläres erwartet. Naja. Meine Schwester gibt sich ja immer so, ach so mondän und extravagant. Aber mal ganz unter uns. Tatsächlich liebt sie schlichte Dinge und das simple Leben hier in Hataleo über alles. Sie hat wahrscheinlich erzählt, der Grund für die Rückkehr sei ihr Schaffungsdrang und ihre Weiterentwicklung und sowas. Aber in Wahrheit wollte sie einfach wieder das Gemüse aus ihrer Heimat essen. Zumindest wenn sie mich fragt. Wenn sie mich fragen, tut aber sonst auch keiner. Na egal, ich bin nur froh, dass sie nichts Skandalöses getrieben hat. Da bin ich schon ziemlich erleichtert. Hier zum Dank. Meine Schwester kann manchmal ganz schön nerven. Dabei wollen Riedner und Sagona eigentlich beide dasselbe. Also anstatt dieser Aufwand zu betreiben, könnte sie doch einfach zusammenarbeiten, oder nicht? Na, ich muss ja auch nochmal fragen. Ich bin jedenfalls erleichtert, dass meine große Schwester nichts Schlechtes tut. Ich weiß nur, weil sie sich darum gekümmert haben. Vielen Dank dafür. Auch wenn Riedner und meine große Schwester ehrlich und direkt sein könnten. Wenn sie einander anvertrauen, was sie wirklich denken, würden sie sich sicher gut verstehen. Aber soll ich hier sie nicht noch fragen? Was ist los? Kannst du es mir ruhig sagen, mein sagenhaft unauffällig gekleideter Freund? Das hatten wir schon mal. Wache zu halten über die Liebste? Über die lieben Leute dieses Dorfs? Ich halte hier Wache, damit keiner dieser fiesen Fieslinge da draußen uns hier im Dorf den schönen Frieden schnimmt. Na, war noch was? Na, hör, fehlt ja immer noch das Wirtschaft Fräulein. Fräulein Effi ist, wenn man so will, die Empfangsdame, blablabla. Kein Problem, wenn du Fräulein Effi triffst, dann übertreibst du nicht, blablabla. Halt nicht so schnell, mein Lieber, wegen unserer Unterhaltung neulich über den Freund eines Freundes. Du weißt schon, die Geschichte mit dem Geschenk, das Fräulein Effi vom Krämerladen gefallen könnte. Ich kann sie ja nicht einfach direkt fragen, klar? Also sag mir bitte Bescheid, falls dir vielleicht was Tolles einfällt.
Kann ich sie jetzt nochmal ansprechen? Wie lange will meine große Schwester hier Ausstellung hier bloß noch machen? Um ihre neueste Kreation ausstellen zu können, mussten nämlich sämtliche Waren weggeräumt werden. So könnten wir aber nicht verkaufen. Vielleicht reicht das schon. Was ist das? Kannst du mir ruhig sagen, mein Sänger. Blablabla. Jetzt hör mal, da fehlt immer noch das Wurscht Fräulein. Na, war noch was? Nee. Okay, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Dann hoch zum Institut oder den Spähpunkt suchen. Da könnten wir uns mal... Ach was, Quatsch. Ist jetzt auch übertrieben. Sandsportzeug einwerfen, nur deswegen. Jetzt hier an dieser Bürgermeisterwahl mitmachen. Erstmal gerade noch gar nicht das Interesse. Sie sehen alle so bescheuert aus. Viel wichtiger der Fotoapparat. Und danach könnte ich endlich Richtung Kakariko aufbrechen und das da machen, was ich sowieso machen wollte. Und jetzt noch gar noch das Bild da abfotografieren. Eigentlich ziemlich optimal dann. Ein guter Werdegang. Oh ja, werde ich hier hochgehen müssen. Oh ja. Dann könnten wir auch den Papaya mal wieder sehen. Das hier ist nicht der Spähpunkt, oder? Der große Drache ist ja auch direkt hier. Ich will zu meinem Freund. Er schon wieder. Wo ist denn dein Freund? Komm, sag's mir. Ui, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Da unten. Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um zu ihm zu stoßen. Aber ich bin so erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Ist hier irgendwas, womit ich hier runterrutschen kann? Irgendwas Cooles, was ich bauen kann? Das Ding hier. Aber weißt du was, das machen wir gleich. Was ist das hier noch? Hä? So, achso, kannst du einen richtigen Wagen bauen und dann damit lenken. Ah, geilo. Das machen wir, das machen wir dann gleich. Aber ich wollte mal gucken, ob ich das hier als einen, also das Institut wieder als ein, naja, so einen Punkt machen kann, um hierher zu porten. Das ist natürlich die Frage, ist das der Spielpunkt dann? Bin zurzeit im Spähposten bei Schloss Hyrule anzutreffen. Ach, das ist der Spähposten. Dann muss ich wahrscheinlich erst dahin porten. Mit den Quatschen und dann kann er mir vielleicht den Schlüssel für das Haus geben oder so. Oh, kommt mit hierher. Ist hier noch was drin? Nicht wirklich. Hier ist auch nichts weiter drin. Früher war hier auf dem Haus obendrauf noch ein Krog. Oh, der ist hochkommen. Auf der Spitze. Ist dieses Mal auch. Oh, du hast mich gefunden. Krogsamen. Na schön. Dann machen wir unsere Skateboard-Action. Oh, das wird ja auch lustig.
erstmal hier auf einer ebenen Fläche abstellen. So vielleicht. Dann rollert der nicht weg. Dann bauen wir das Ding hier dran, um lenken zu können. So. Und das Ding hier noch speziell mit hinten dran, um ordentlich Feuer zu geben. Yay! Das sieht ja geil aus. Haben so ein schönes Moped gebaut hier. Jetzt müssen wir den hier noch draufklemmen. Am besten hier als Kühlergrill. Warte. Den bitten wir uns als Kühlergrill vorne dran. Also ein bisschen nicht so mittig. Ich möchte gerne einen schönen Kühlergrill haben. Jawohl, das ist doch ein guter Kühlergrill. Jetzt geht's rund, Leute. So. Da kann ich das steuern. Yay! Oh, oh, ho, ho. Da war es schon wieder. Naja, wir fahren gleich weiter. Kurze Panne gehabt. Juhu, und weiter geht's. Einfach zu geil. Oh, die Kurve kriegen wir nicht. Ach du Scheiße. Na gut. Nee, wir wollen jetzt hier nicht den Abhang runter. Ey, ich fahre ja gerade, Mann. Ah, das ist eine Tour hier. Das ist eine Tour. So, Achtung, jetzt komme ich. Oh, hier ist ja noch was. Oh, wir müssen noch mal warten. Leider, Mann. Ach du Scheiße! Jetzt geben wir mal richtig Gas, mein Freund. Uff! Das ist geil. Gleich sind wir da. Und da sind wir auch schon. Endlich wieder zusammen. Danke, du hast meinen besten Freund zu mir zurückgebracht. Ja, ein kleines Dankeschön. Das Ding ist super geil. Ah, ich mag, wie man hier Zeug zusammenbauen kann. Und sowas dann machen kann. Einfach lustig. Was ist das hier? Das ist ein Pfeil, der zeigt irgendwo hin. Okay, ich sehe jetzt hier unten keinen Schrein. Das heißt, das lohnt sich jetzt gar nicht so weit. Da auf der Insel war mal ein Schrein. Da ist jetzt nichts mehr. Nur gut, was ist das da oben? Baum. Okay, ich würde sagen, wir könnten mal kurz mit dem Typen reden hier. Das ist der Spähposten. Mit den Robello. Oktorok. So, wo ist der Robello? Da unten. Okay, machen wir gleich. Also mit ihr können wir auch noch mal reden, mit der Kleinen.
Erstmal kurz wieder drüber. Ah, da gibt es super viele Nebenquests. So viele gab es in Breath of the Wild nicht, ne? Guter Nachmittag. Was für ein wundervoller Nachmittag, oder? Sag mal, ist es wahr, dass du jetzt im Besitz der Bora-Pets bist? Bora und ich haben es zusammen konzipiert. Aber gebaut habe ich es. Robello-Pet wäre also eigentlich der passende Name. Komm schon, Onkel Robi. Hörst du mir überhaupt zu? Onkel Robby. Okay. Oh, natürlich. Also warum ging es noch gleich? Ich habe gesagt, dass ich den Untergrund erforschen will. Wenn du mir nicht zuhörst, gehe ich einfach los und hüpfe selbst in einen Abgrund. Oh nein, das wäre keine gute Idee. Davon rate ich ausdrücklich ab. Der Untergrund ist eine ausgedehnte und bisher völlig unerforschte Sphäre unterhalb der Abgründe. Auch mich interessiert es brennend, was dort unten sein mag. Ein überaus faszinierender Forschungsprojekt. Der Untergrund ist aber auch ein überaus gefährlicher Ort. Dort kann ich unser Wunderkind doch nicht hingehen lassen. Wenn Puras Schützling etwas zustößt, wäre das mein Ende. Andererseits könnten wir mehr über den Untergrund erfahren, wenn wir die Sache mit dem rätselhaften Bild ergründen. Rätselhaftes Bild. Oh, hallo, Herr Ritter. Tut mir leid, ich war gerade ins Gespräch vertieft. Na schau. Also, das rätselhafte Bild. Neben verschiedenen anderen Objekten hat die Forschungsgruppe dies hier aus dem Untergrund mitgebracht. Ich meine das Bild auf diesem Fragment. Die abgebildete Figur steht auf zwei Beinen und hebt einen Arm. Denkst du nicht auch, dass sie wie eine Person aussieht? Wenn hier wirklich eine Person abgebildet ist, könnte dies ein Beweis sein. Ein Beleg, dass der Untergrund einst besiedelt war. Darum wollte ich mich in den Untergrund vorwagen, um zu untersuchen, ob es dort noch ähnliche Abbildungen gibt. Ich wollte mich unbedingt persönlich vergewissern. Aber jetzt sagt Onkel Robby, dass es zu gefährlich wäre und lässt mich nicht in den Abgrund hinabsteigen. Ach, Joshua. Weißt du was? Wieso überlässt du die Untersuchung, was es mit den rätselhaften Bildern auf sich hat, nicht einfach mir? Und Link. Du kannst dein Purapet verwenden, um etwas zu finden, das wie dieses Bild aussieht. Davon kannst du dann mit dem Fotomodul ein Foto schießen und es Joshua zeigen. Ist dieser Plan nicht genial? Jetzt sag nicht, dass du das Fotomodul nicht mehr erkennst. Das ist doch eine der Hauptfunktionen des Bora-Pads. Das Fotomodul ist eine großartige Erfindung. Damit kannst du Landschaften in Bilder sogenannter Fotos verwandeln. Na, da hast du wohl noch nicht alle Feinheiten deiner Bora-Pads entdeckt? Nicht so schlimm. Komm mit, ich werde dir beibringen, wie man es verwendet. Im Untergrund sind jetzt jede Menge Monster. Da kann ich sowieso einen Leibwächter gebrauchen. Mal sehen. Ja, wir sollten wohl durch den Abgrund im Süden des Spähpostens hinabsteigen. Ich gehe schon mal vor. Komm du nach, sobald du alle Vorbereitungen abgeschlossen hast. Bis später. Onkel Robby, warte mal. Und weg ist er. Tja, weg ist er. Ich weiß nicht, wie du da reingeraten bist, Herr Ritter. Tut mir leid. Wenn es um mich geht, handelt Onkel Robby manchmal ziemlich unbedacht. Nimm wenigstens das hier mit. Leuchtsam. Oh, und das noch. Holzpfeile. Die Abgründe sind so tief, dass kein Licht nach dort unten dringt. Es ist also stockfinster. Wenn du aber einen Leuchtsamen an einen Pfeil anbringst und den dann abschießt, kannst du für etwas Licht sorgen. Du findest den Abgrund, zu dem Onkel Robby aufgebrochen ist, wenn du durch das südliche Tor des Spähpostens gehst. Über das Fotomodul weiß ich nicht viel. Aber ich verlasse mich darauf, dass du so etwas wie das rätselhafte Bild findest und gut auf Onkel Robby aufpasst. Okay, das Fotomodul kriegen wir da, also das Volk im Untergrund.
Aber ja, wie kommen wir oder wie überleben wir da unten überhaupt? Das ist ja leicht irre. Na, mal schauen. Wir können es ja mal probieren. Das Fotomodul hätte ich schon gerne. Oh, ich wollte eigentlich nach Kakariko. Ich werde da nie ankommen. So, im Süden. Das müsste aber die hier sein. Oder? Lass mal hier gucken. Gibt es da keine... Ach, das müsste die hier sein. Oder? Ah, ne, das ist das rote Ding dann. Ich bin falsch geportet, oder? Aber es war viel zu weit. Wir werden es gleich sehen. Ja, das war viel zu weit. Ach du Kacke, das Ding ist da. Sorry. So, mal gucken, ob der hier irgendwo ist. Das ist er. Oha, Alter. Bah. Hey, hey, du kannst doch nicht so. Du kannst doch nicht so plötzlich Leute ansprechen, die in das Loch schauen. Einer meiner Kollegen von der Sonar-Forschungsgruppe ist gerade in diesen Abgrund. Stell dir nur mal vor, ich würde in das Loch stürzen und direkt auf meinen Kollegen fallen. Keine Sorge um sich selbst, ne? Sprich mir das nächste Mal nicht so plötzlich an. Ich arbeite den ganzen Tag hart an den Forschungen, auch wenn ich komplett durchnässt bin. Hä? Aber Alter, wenn ich da jetzt runtergehe, da kratze ich auch 100%ig ab. Ob es Rubello gut geht? Naja, komm. Oh krass, das geht ja richtig tief rein. Wo ist Rubello nur hin? Alter, einfach krass. Untergrund. Jetzt gibt es noch einen dritten Teil. Es gibt noch einen dritten Kartenteil. Es gibt einfach mal noch einen. Noch eine Welt unter der Welt. Das ist schon fett. Ah. Oh. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Alun und ich bin ein Mitglied der Sonar-Forschungsgruppe. Rubella hat mich gebeten, dich zu ihm zu führen. Aber er hat mich so zur Eile angetrieben, dass mir die Leuchtsamen ausgegangen sind. Na, ich habe zum Glück welche. Zu einem Überfluss habe ich ihn auch noch aus den Augen verloren. Ah. Ich dachte, dass er in die Richtung des Lichts da drüben gehen würde. Aber dann ging er immer weiter. Anscheinend hat es ihn nach Westen verschlagen. Hast du Leuchtsamen dabei? Ja, habe ich. Ah. Oh, das ist großartig. Nach hier unten tritt kein Lichtstrahl von der Oberfläche. Also ist es wirklich finster. Ohne Licht hier herumzulaufen, wäre zweifellos lebensgefährlich. Man kann Leuchtsam ganz leicht in Höhlen finden und mit einer Erschütterung bringt man sie zum Leuchten. Für uns von der Sonar-Forschungsgruppe sind sie als Ausrüstung unverzichtbar. Einfach nur in die Hand nehmen und werfen. Schon erhellen sie die Umgebung. Diejenigen unter uns, die gut mit dem Bogen umgehen können, befestigen sie auch an Pfeilen und schießen sie ab. Ah. Wenn du den Untergrund erforschen willst, empfiehlt es sich, eine ordentliche Menge an Leuchtsamen dabei zu haben. Das habe ich zum Glück. Mal sehen, wo sind sie denn? Oh Mann, 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 Mann. Da, 121 Leuchtsamen.
Also mal sehen, der ist hier lang gegangen. Was ist das hier vorne? Ein Düsterwürmchen. Ein mehrflügeliges Insekt, das im Untergrund lebt. Es produziert ein leuchtendes Sekret, aus dem eine Medizin hergestellt werden kann, die den Körper leuchten lässt. Achso, das können wir auch noch. So, die haben eine Leuchtmedizin. Ja, auf jeden Fall sowas hier. Oh, eins. Da war auf jeden Fall viele. Oh, ein paar gemacht. Essen. Die nehmen wir mal mit. Schaden kann das, glaube ich, nicht. Alter, crazy hier, diese Welt. Ich kann mir fast die Leuchtsamen sparen hier. Inisochit-Wurzel. Was passiert jetzt? Ah, ist Portpunkt. Sehr cool. Ah, und ich krieg direkt ein bisschen Map aufgedeckt. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel, leuchtet deine Umgebung. Nice. Okay, dann ist er nach Westen gegangen, also darüber. Ich glaube, da sieht man ihn auch, oder? Ist er bei dem Lagerfeuer? Ah, gibt es was zum Untersuchen? Hey du! Bis hierher dringend. Bringt nicht das kleinste bisschen Licht. Sogar mit einer Brille kann ich hier kaum was sehen. Ich hätte Leuchtsam mitbringen sollen. Mich würde ja auch interessieren, was das für glänzende Wurzeln sind. Gefährlich scheinen sie mir nicht zu sein. Eigentlich müsste ich mich hier direkt unter einem der Schreine befinden, die deutlich auf der Oberfläche erschienen sind. Diese westlich von hier glänzenden Wurzeln möchte ich auf jeden Fall auch unter die Lupe nehmen. Und du solltest dich auch beeilen. Ich? Aber sehen, hier ist ja so, ne? Da kann ich aber drüber hüpfen. Da hätte ich auch so rundherum gekonnt. Erstmal zu dem Robello. Der muss ja hier irgendwo rumspringen. Kann nicht schaden, hier ein paar mitzunehmen. Das ist auch noch irgendeine Frucht. Eine Irrknospe. Der intensive Duft dieser Blume kann so starke Verwirrung hervorrufen, dass du vorübergehend nicht in der Lage bist, Feinde von Verbündeten zu unterscheiden. Geil. Dann kann man das auf Gegner schießen und die kloppen sich gegenseitig auf die Mütze. Hä? Super cool. Okay, soll ich jetzt probieren, den Lichtern zu folgen oder was ist hier der Plan? Na, lebst du noch? Dieser Ort trieft ja geradezu vom Miasma. Da geht man besser nicht zu nah ran. Und ohne Leuchtfahne ist hier angeblich sowieso Ende im Gelände. Aber auch ich lebe noch. Und ich bin zum ersten Mal hier. Für dich ist das also sicher ein Kinderspiel. Eben fiel mir ein seltsames Silhouette ins Auge. Vielleicht etwas ähnliches wie das rätselhafte Bild. Danach sucht Joscha doch. Aber jetzt mache ich mich erst einmal auf den Weg zu der leuchtenden Wurzel westlich von hier. Man sieht sich. Leuchtende Wurzel westlich von hier. Hier rüberwärts. Dahin. Leuchtfahne. Was ist denn eine Leuchtfahne? Funkelfrucht. Was? Riesenleuchtsam. Aber eine Leuchtfahne habe ich nicht. Und wozu brauche ich die?
Ich probiere mal weiterzukommen. Schauen. Er sagt, ansonsten ist hier sowieso Schluss. Die macht auch gut Teil, ne? Was sind das hier für eine Kacke? Boah! Alter, ein Viertel Herz übrig. Witze? Was ist hier los, ey? Die hinterlassen Sonum. Oh, Alter. Drüben ist noch eine Truppe. Da muss ich dran vorbei. Ich könnte so irgendwie. Oh, jetzt muss ich ja so wieder so weit, nur um so einen Flügel zu machen. Nochmal. Oh, jetzt hat er sich gedreht, auch zu spät. So ein Ärger. Oh, Alter, die machen mir erstmal Schüsse. Okay, krass. Jetzt bin ich mir erst massiert. Aber diese Waffe scheint gut gegen die zu sein. Und was gibt's hier Feines? Warte mal. Kann ich den auch nehmen hier? Ja. Dann gibt es Synanium. Großes Synanium. Wertvolles Synanium mit sehr hoher Reinheitsgrad, in dem so viel Energie gespeichert ist, dass es normales Synanium in Bezug auf die Ausgabeleistung bei weitem übertrifft. Cool. Davon gibt es ja hier einiges. Okay. Boah, Alter, ich finde das super cool, dass es hier unten alles gibt, ne? Das Miasma allerdings finde ich nicht so cool. Habe ich hier irgendwas? Ich habe nichts dazu, um dieses Miasma ja wegzumachen. Ach doch, irgendwas hatte ich mal gemacht. Hier. Stellt die Herzen wieder her. Aber vielleicht hebe ich mir das noch kurz auf, falls ich noch mehr abkriege. Ich habe nur eins. Nix. Weil ich verdrück mich hier die ganze Zeit immer.
Kommt wieder so ein Viehzeug an hier. Oh. Alter. Ah, diese scheiß Böden gehen immer so schnell kaputt, Mann. Naja, das liegt doch noch irgendwo im Schnodder drin. Okay, jetzt wird es, glaube ich, Zeit, das einzusetzen. Ja, kann man ja so ein Nanium sammeln, bis der Arzt kommt. Und wir das Falsche gedrückt. Da ist noch ein komischer Pilz. Qualmerling. Dieser Pilz sondert bei der bestimmten Rels eine dichte Wolke winziger kleiner Sporen ab. Aufgrund seiner Bitterkeit ist er ungenießbar. Ein Puffpilz. Welche Kanten wir haben wir als Kinder auch immer im Wald oder so gefunden. Da sind wir da mal drauf getreten, damit das so rumgepufft hat. Das fanden wir dann lustig. Okay, hier ist das nächste Ding, aber ich bin ja offensichtlich erstmal noch weitergekommen. Rovello, wo bist du nur? Ah, nur ein bisschen mehr jetzt. Die Wurzel, das Licht vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung. Ja, geil. Da ist auch der Rubello. Na, supi. Was zum? Diese seltsame wurzelförmige Ding strahlt ein überaus belebendes Licht aus. Es fühlt sich so an, Es fühlt sich fast so erfrischend an, als wären wir an der Oberfläche. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe fast den Eindruck, dass es meinem Körper wohl tut. Oh, hä? Aber nun zu dir. Wurde auch Zeit, dass du hierher geschafft hast. Ich will dir etwas zeigen. Eine Figur auf zwei Beinen. Die einen Arm erhebt. Sieht das nicht so aus wie das Bild auf dem Fragment, das Joscha erwähnt hat? Jetzt hat das Fotomodul seinen großen Auftritt. Wie jetzt? Du weißt gar nicht, wie man das Fotomodul aktivieren kann? Das ist merkwürdig. Das Fotomodul ist eine der Hauptfunktionen des Purapads. Benutzerfreundlich und narrensicher. Kannst du mir dein Purapad mal kurz zeigen? Ach du meine Güte, sowohl dein Fotomodul als auch das Hyrule-Handbuch sind gesperrt. Warte mal kurz. Ich warte, dass doch gleich dieser Knopf bestätigt, während ich dort drücke, dann hier und noch antippen. Das Fotomodul. Mit diesen Purapad-Funktionen kannst du Bilder von Landschaften und Personen aufnehmen, die dann im Album gespeichert werden. Na also, jetzt solltest du das Fotomodul und das Hyrule-Handbuch verwenden können. Schieß ein Foto der rätselhaften Statue.
So kannst du das Fotomodul auch gleich einem Funktionstest unterziehen. Funktionen, Testreihen, klingt das nicht formidabel? Komm wieder zu mir, wenn das Foto im Kasten ist, und lass mich einen Blick darauf werfen. Das mache ich. Das ist schon ausgewählt. Okay. Hä? Du? Wie ist das gelaufen? Hast du die Rätsel auf der Statue mit deinem Fotomodul abgelichtet? Na los, zeig schon her. Die Augen. Sag schon, ist dir ein gutes Foto gelungen? Wunderschön! Ja, du hast dein Motiv wahrlich mit Bravour eingefangen. Joscha wird Freudensprünge machen. Erste Leuchtwurzel und dann die Statue, die Joscha gerade unter die Lupe nimmt. Eines steht fest. Wenn wir uns nur fleißig an die Arbeit machen, warten hier spektakuläre Entdeckungen auf uns. Wie dem auch sei, ich werde mich zunächst auf den Rückweg machen. Und dann mal bis später. Am Spähposten und lass ich auch schon nicht allzu lange warten, in Ordnung. So, Volk im Untergrund. Okay, weißt du, was er jetzt mit den Leuchtfahnen im Endeffekt wollte? Keine Ahnung. Krass ist, wie groß diese Welt hier unten offensichtlich auch nochmal ist. Hallo? Was? Einfach krass. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass sowas noch kommt. Das wären dann hier so ein paar kleine Untergrundhöhlen oder sowas vielleicht. Ne? Aber das ist schon echt nicht schlecht. Die Statuen führen auch noch weiter. Ah ja, auf jeden Fall super interessant. Ich würde hier an dem Punkt aber mal wieder nach oben. Und erstmal zum Spähposten. Unten piept die ganze Zeit lang irgendwie ein Auto. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Aber eigentlich ist der Ausschlag nicht da, wenn ich nicht spreche. Ich denke, es sollte passen. Ja, ist ein bisschen lästig hier, ist ein bisschen laut manchmal. Ich habe auch gleich einen Spielplatz unterm Fenster. Ja, ist schon nicht ganz so aufnahmefreundlich, aber ich habe mein Mikrofon, glaube ich, ziemlich gut eingestellt bisher. Wir werden sehen. Hurra, Volk! Hey, du! Da bist du ja wieder! Na los, zeig Joscha schon ein hübsches Foto der rätselhaften Statue! Das ist ja kein Zweifel. Es handelt sich um das Objekt, das auf dem Fragment abgebildet ist. Danke, Herr Ritter! Dieses Bild bestätigt meine Vermutung, dass auf dem Fragment tatsächlich eine Person dargestellt ist. Dies ist ein Durchbruch! Es bedeutet nämlich nichts anderes, als dass der Untergrund einst bewohnt war und noch weitere Erkenntnisse birgt. Ich muss sofort zurück an meine Forschungen. Ach, aber vorher? Ich wollte dir etwas überreichen, als Lohn für deine Hilfe bei der Untersuchung. Diese wurde bei der Erforschung des Untergrunds gefunden. Angeblich wurde es von der Sonau-Zivilisation hinterlassen. Aber ich dachte, die Sonau sind ein Himmelsvolk gewesen und haben sie unter Erde gebracht. Das ist rätselhaft, wirklich. Daran pulsiert irgendeine seltsame Macht. Vielleicht ist es eine Energiequelle. Wer weiß, möglicherweise hilft es dir ja bei deiner Suche nach Prinzessin Zelda. Bitte sehr. Dank dir habe ich herausgefunden, dass dieses Fragment ein Schlüssel zu einem Geheimnis des Untergrunds ist. Jedenfalls werde ich gleich nachsehen, ob wir bei unseren Fundstücken noch weitere Fragmente haben. Onkel Robby, Herr Ritter, tausend Danke, dass ihr für mich der Sache auf den Untergrund gegangen seid. Was für ein Wortwitz. Okay, nice. Gut.
Hätten wir das auch? Ich würde sagen, an dieser Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, denkt daran, abonnieren, kommentieren, wenn es euch gefallen ist und tschüss.